Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht ums Thema Harmageddon. Harmageddon, da soll die große Endzeitschlacht stattfinden. Da gibt es viele Gerüchte drum und viele Vermutungen, viele Spekulationen. Aufgrund der unterschiedlichen Schreibweise, auch im Griechischen, vermutet man, dass das die Gegend ist nördlich von Jerusalem, zwischen dem See Genezareth, also südlich vom See Genezareth, die große Ebene von Megiddo. Da gab es auch in der Antike schon einige, auch in der biblischen Antike, einige Begebenheiten, die dort gespielt haben. Und dort vermutet man wieder diese große Schlacht von Harmageddon. Allerdings, und das ist interessant, könnt ihr auch nachgucken, wenn ihr googelt oder in Wikipedia eingibt, Harmageddon, nirgendwo in der Bibel steht, könnt ihr natürlich auch in der Bibel nachlesen, nirgendwo in der Bibel steht, dass dort eine Schlacht stattfinden würde. Das ist interessant, weil alle reden immer von der großen Schlacht von Harmageddon, aber erstaunlicherweise steht davon nichts in der Bibel. Und die Frage ist, wer trifft dort überhaupt aufeinander? Ich glaube, dass das der Antichrist ist, das anfangs kleine Horn aus Damaskus, und die Könige vom Euphrat, sagt die Offenbarung. Diese beiden politischen Strukturen, also einmal der Nachfolger des antiken Antiochos und auf der anderen Seite die Könige vom Euphrat von Persien, die Nachfolger von Kyros, die werden auch in den 70-Jahr-Wochen angedeutet. Denn die 70-Jahr-Wochen-Ordnung müsst ihr euch anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Die 70-Jahr-Wochen sind unterteilt in einmal 7 Wochen, einmal 62 Wochen, einmal eine Woche. Und wenn man die ersten beiden Fristen, nämlich die 7 Wochen und die 62 Wochen vom Jahr 605 ausrechnet, dann kommt man zu Kyros und zu Antiochos Epiphanes. Und von den beiden wird berichtet, dass sie verwüsten, gräulich verwüsten, und zwar in der letzten Zeit, in der Endzeit. Warum? Weil die ständig durchs Land ziehen und weil die, ich sag mal, die Neo-Assyrer, dieses assyrische Weltreich, dieses endzeitliche Persien, diese Könige vom Euphrat, die ziehen runter ins Heilige Land und verwüsten dort schrecklich. Vorher ist der Antichrist da schon mit seinen Heeren durchgezogen als König des Nordens. Der König des Südens ist schon gegen Jerusalem gezogen, hat die Landschaft verheert. Also in der letzten 70. Jahrwoche geht das da hin und her und das ganze Land wird verwüstet. Und es wird sogar ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. Und bis zum Ende wird es wüst sein, sagt der Engel zu Daniel in Daniel 9. Und in diesem ganzen Endzeit-Thema gibt es halt eben diese Schlacht von Harmageddon, die in der Ebene Megiddo stattfinden soll. Wie gesagt, da gibt es ganz viele Vermutungen zu. Ich glaube und habe da auch schon Clips zu gemacht, dass dort der Antichrist auf den endzeitlichen Kyros treffen wird. Das kann man sehen an der Bibel. Da machen wir sicher auch nochmal den ein oder anderen Clip zu. Wird ein bisschen umfangreich, weil da einige Bibelstellen zu beachten sind. Und das Erstaunliche ist, wie gesagt, dass dort laut biblischem Befund, zumindest schweigt die Bibel darüber, dass da eine Schlacht stattfinden würde. Was wäre denn, wenn dort die beiden Großkönigreiche, also dieses Neo-Assyrien und dieses endzeitliche antichristliche Reich, dort aufeinander prallen, um sich gegenseitig zu messen und in der Zeit die Entrückung geschieht, in Jerusalem und nicht nur dort, sondern weltweit? Wenn in Jerusalem die beiden Zeugen, das Haus Davids und die Bürger Jerusalems, die dort 3,5 Jahre lang schon unbegraben auf den Gassen der Stadt liegen, wenn die plötzlich auf ihre Füße treten und wieder lebendig werden. Wenn weltweit die Gräber aufgehen und die, die in Christus entschlafen sind, auferstehen und dann gemeinsam mit denen, die übrig geblieben sind, so wie Paulus sagt, in den Himmel entrückt werden, in die Wolken, dem Herrn entgegen. Das ist ein großes Ereignis, was in der Endzeit ansteht, was weltweit geschieht, denn Jesus sagt, er sammelt seine Leute von einem Ende des Himmels bis zum anderen in den Endzeitreden. Und dieses Ereignis ist dermaßen groß, dass das auch der Antichrist sieht und diese Neo-Assyrer, die ins Land gefallen sind, so wie in Joel steht, wie in Sacharja steht, ja. Denn in Offenbarung 11 steht, dass die beiden Zeugen auf ihre Füße treten, lebendig werden und in den Himmel entrückt werden und es sahen sie ihre Feinde. Welche Feinde denn? Naja, die Neo-Assyrer und der Antichrist.
die sehen, wie sie auffahren in den Himmel. Wer die beiden Zeugen? Wer sind die beiden Zeugen? Das Haus David und die Bürger Jerusalems. Und mit ihnen alle, die wiedergeboren sind. Das ist eine Sichtweise, von der ich weiß, dass die anecken wird. Dazu müsstet ihr auch verfolgt haben, was wir hier bisher behandelt haben. Ich möchte gerne auch noch in einigen Bibeltexten auch aus der Perspektive mal zeigen. Aber es wäre natürlich absolut mindblowing, wenn man davon ausgehen könnte, dass diese Schlacht von Harmageddon, dass es die gar nicht gibt. Es werden zwar die Könige in Harmageddon, die werden zwar dort gesammelt, aber wenn die die Entrückung, dieses Entrückungsereignis sehen, dann wenden die sich gegen Jerusalem. Denn die Entrückung sehen nicht nur die Neo-Assyrer und der Antichrist und seine Leute, sondern auch der Teil Israels, der mit dem Antichrist im Bund ist. Ton mit Eisen gemischt, Ton, ein Bild auf Israel. Eisen im Bild auf das antichristliche Reich. Ja. Und diese beiden Materialien deuten darauf hin, dass sie sich vermischen nach Menschengeblüt, aber nicht aneinander halten. Denn wieso, so wie Eisen und Ton nicht aneinander halten, so halten die beiden auch nicht aneinander. Ja. Im Standbild gab es vier Metalle, Gold, Silber, Bronze und Eisen. Aber es gab auch noch drei weitere Materialien, nämlich einen Berg, einen Stein und den Ton. Ja, der Stein ist Christus, der Berg ist Gottes Reich. Christus kommt von Gottes Reich herab und zerschlägt dieses Standbild, schlägt es an die Füße, da wo der Ton ist. Und der Ton gehört auch irgendwie zum irdischen Material. Ja? Der Ton ist ein Bild auf das formbare Israel. Christus war unbestechlich, ein Fels, ein Stein, hart, klar. In der Nachfolge Gottes. Aber der Ton Israels ist weich und formbar und schwach. Und da steht auch nicht Ton, nicht Töpferton, da steht eigentlich Schmutz. Also das wechselt schon mal da der Begriff für Ton im Daniel 2. Aber dieser Ton löst sich dann vom Eisen. Das heißt, auch der Teil Israels, der mit dem Antichrist in Verbindung ist, der sieht, wie in Jerusalem die Entrückung geschieht, und kehrt um zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die werden dann nicht mehr wiedergeboren. Warum? Weil die Möglichkeit der Wiedergeburt ist dann vorbei. Warum? Weil die Entrückung gerade geschehen ist. Ja? Aber die kehren um zu ihrem Gott. Steht auch in Jesaja, gibt es auch eine Stelle. Zu der Zeit wird man sich dann wieder an den Gott seines Heils halten. Das sind große Stellen in Jesaja. Ja? Die sind vielfach vollkommen unterschätzt in ihrer Tragweite. Ja? Aber die sehen halt, dieser Teil Israels, der mit dem Antichrist im Bund ist, der sieht die Entrückung und dann flüchten die nach Jerusalem und verschanzen sich dort, weil die sonst nicht wissen, wohin. Und der Antichrist und dieses Neo-Assyrien, die in Harmageddon eigentlich aufeinandertreffen wollten, die wenden sich um und wenden sich hinauf nach Jerusalem. Und dort sammelt sie Gott im Kidron-Tal. Und dann kommt Jesus wieder. Das, was in Jerusalem geschieht, das ist die Schlacht von Midian. Das geht zurück aufs Richterbuch, Gideon, die Schlacht gegen die Midianiter. Über Kapitel hinweg müsste man lesen, weiß nicht, ob wir die Zeit haben, aber sollte man sich eigentlich nehmen. Gideon mit 300 Mann steht oben auf dem Berg im Tal, alles voll wie die Heuschrecken. Das ganze Tal ist voller Midianiter, die angreifen wollen. Und Gideon geht nur mit 300 Mann, geht da oben auf eine Anhöhe. Und die haben Krüge in ihren Händen und in den Krügen sind Fackeln und Posaunen. Das sind eigentlich gar keine richtigen Waffen. Ja? Und mitten in der Nacht gibt der Gideon das Signal, dann zerschlagen die Krüge und plötzlich ist es taghell. Die halten die Fackeln hoch, ja? Ist hell, blasen die Posaune. Die letzte Posaune. Und zu der Posaune kommt Christus dann auch wieder. Das, was Gideon dort erlebt mit den 300, dass er auf dem Berg steht und plötzlich Licht macht und die Posaune bläst, das ist ein Bild auf die Wiederkunft Christi. Ja, Gideon, ein Bild für Christus, und die 300, die mit ihm sind, ein Bild auf die Gemeinde. Die stehen auf einem Berg, so steht Christus am Ende der Zeit, auf dem Berg Zion. Und es wird Licht, die Posaune wird geblasen. Christus kommt vom Himmel und kämpft gegen die heranziehenden Truppen. Das ist ein riesiges Bild, was da gezeichnet wird. Ja, ein großes Bild, fast so wie im Herr der Ringe, der Kampf der fünf Heere oder wie das hieß. Ja? Das ist ja auch so der Höhepunkt eigentlich dieser Schlachten. Und was Ähnliches wird, nein, das Original wird in der Bibel gezeigt. Ja? Der Tolkien hat wahrscheinlich da nur abgeschrieben von oder war inspiriert von der Bibel. Das ist ein großes Szenario und es steht zu vermuten, man kann das biblisch begründen, dass die Schlacht von Harmageddon, die gibt es gar nicht.
in Harmageddon treffen sich nur der Antichrist und dieses neo-assyrische Reich, die treffen dort aufeinander. Und die werden dort, die planten dort eine Schlacht durchzuführen, machen sie aber nicht, weil sie überrascht werden von der Entrückung. Und dann geht alles Schlag auf Schlag. Ja, dann ziehen die nach Jerusalem rauf, Christus kommt wieder, legt die Heere nieder. In Daniel 11 steht, dass der Antichrist umkommen wird bei der Belagerung des werten heiligen Bergs und niemand wird ihm helfen. Das heißt, der Antichrist wird dabei sein, der wird sterben bei der Belagerung Jerusalems. Könnt ihr mal googeln oder mal suchen in der Bibel nach diesen Bibelstellen. Die wollen wir uns alle ein bisschen ansehen, wollen uns Gideon anschauen, Richterbuch, das, was dort passiert, wie er die Leute auswählt. Wir wollen uns Midian angucken. Midian wird nochmal zitiert, in den Psalmen wird das zitiert, in Jesaja, ich glaube 9, in Jesaja 10. Immer wieder wird Bezug genommen auf diese Schlacht von Midian. Wir schauen uns an, wo die geografisch stattgefunden hat und ziehen so ein paar Parallelen in die Endzeit. Das ist natürlich der Hammer, dass die Schlacht von Harmageddon gar nicht existiert, ja, sondern also die Schlacht nicht, sondern dass lediglich auf dieser großen Ebene von Megiddo sich die Truppen sammeln, aber dann hinaufziehen gehen Jerusalem, denn Jesus kommt ja wieder und setzt seine Füße auf den Ölberg und beschützt seine Stadt. Ja, der Ölberg teilt sich dann, die in Jerusalem verschanzt sind, fliehen dann in diese Schlucht zwischen diesen beiden Teilen des Ölbergs, geht sehr weit auseinander nach Norden und nach Süden. Die fliehen nach Osten weg, weil von Westen kommen die Heere vom Antichrist und von Neo-Assyrien und Christus stürmt denen mit der Gemeinde entgegen und besiegt die und richtet dann Stück für Stück sein großes weltweites Reich auf. Das heißt, der Stein, der das Standbild an die Füße schlug, der wird zu einem Fels, der die ganze Welt erfüllt. Ja. Das ist das kurze Szenario, was ich euch kurz vorstellen wollte. In den nächsten Clips gehen wir da so ein bisschen ins Detail. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich wünsche alles Gute und Gottes Segen.